In Absatz 2d der Hauptsatzung. Hier liegt Ihnen mein Vorschlag vor, der eine sehr pragmatische Lösung hat, mit dem Untergehen einer Fraktion lediglich um diesen Sitz die Ausschussgröße zu reduzieren und damit ansonsten keine substanziell weiteren Änderungen jetzt kurz vor Ende der Wahlperiode und maximal noch zwei Sitzungen vorzunehmen. Es liegen zwei Änderungsanträge vor, die auch gleich eingebracht werden können. Ich will nur dazu auch betonen, sollten einer von diesen Anträgen eine Mehrheit bekommen, dann bedeutet es, dass Sie spätestens Montagmittag jeweils als Fraktionen, die es dann auch betrifft, je nachdem, welcher Antrag dann durchkäme, ist das eine oder sind das mehrere Fraktionen, müssten dann eine neue Liste mir vorlegen von benannten Mitgliedern, denn ansonsten könnten ab Montag dann die Ausschüsse nicht tagen, weil wir entsprechend dann zu viele Ausschussmitglieder hätten zu dem, was wir in der Hauptsatzung festgelegt haben. Das will ich nur vom Prozessualen noch sagen, nicht, dass wir auf der Schlussgeraden noch behindert werden am fleißigen Abarbeiten. Gut, jetzt kommen wir zu den Änderungsanträgen, die eingebracht werden können. Machen wir es mal in der Reihenfolge des zeitlichen Eingangs, die SPD zunächst und dann die Freien Wähler, Freie Bürger. Und dann steigen wir ein, wenn es noch weiteren Redebedarf gibt. Bitte schön erstmal Frau Frohwieser. Normalerweise kann man auch schon losreden, wenn man das hochfährt, aber das Gerät hier vorne macht mittlerweile so eine Geräuschkulisse, dass ich jetzt kurz die Sekunde habe vergehen lassen. Ich denke, eine kleine Vorlage hätte man zumindest vorher denken können, die wir heute hier behandeln müssen. Und Herr Oberbürgermeister, ich widerspreche Ihnen ja nur höchst ungern, aber natürlich hat der Vorschlag, den die Verwaltung macht, durchaus auch noch weitreichendere Folgen als die nur sozusagen das Einsparen des Sitzes der bisherigen Dissidentenfraktion. Deswegen hat meine Fraktion sich auch entschieden, hier nochmal einen Änderungsantrag einzubringen. Wir hatten ja jetzt hier 8 Fraktionen, die bunte Truppe der sogenannten Dissidentinnen, nee, muss man nicht gendern, es waren nur Dissidenten, hat sich ziemlich schnell wieder getrennt, wie sie sich zusammengefunden hat. Und ich glaube, auch das ist ein Ausdruck der Zeiten, in denen wir uns gesellschaftlich gerade befinden. Es ist eben auch nicht mehr immer die Wahl, dass man sich eine dauerhafte Partnerschaft sucht, sondern eben auf Zeit zusammenbleibt, was dann natürlich manchmal auch die Frage der Nachhaltigkeit des eigenen Tuns oder auch die Frage des eigenen Kompromisswillens stellt und auf der Strecke bleibt. Aber sei es drum, nur weil es eine Fraktion weniger gibt, müssen wir heute hier entscheiden. Die jetzige Ausschussgröße ist nach unserer Hauptsatzung nicht mehr zulässig, weil wir Losentscheide um Sitze eben nicht zulassen, aus guten Gründen. Und jetzt hat es der Oberbürgermeister mit seiner Verwaltung tatsächlich geschafft, mich nach 9 Jahren nochmal in diesem Rat mit einem neuen Argument zu überraschen. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht mehr geglaubt, nämlich die Argumentation, es ist ein prozessökonomischer Vorschlag von 16 auf 15 Ausschussmitglieder zu reduzieren. Und jetzt spricht jetzt natürlich wahrlich überhaupt nichts gegen Prozessökonomie. Am Rande für die Nichtjuristinnen im Raum, ich habe es auch noch mal nachgeschlagen, sei erwähnt, das ist ja nun mal ein Begriff aus der Juristerei und da geht es um die Effizienz im Recht, nämlich hier bei uns in unserem Fall konkret um Verwaltungsprozessrecht. Da geht es um Verfahrensoptimierung mit dem Ziel, das Ziel mit dem geringsten möglichen Aufwand zu erreichen und da steckt eben dann das Detail, es geht eben nicht einfach nur darum, möglichst den geringstmöglichen Aufwand zu haben, sondern das Ziel zu erreichen. Und das Ziel definiert bei uns unsere Hauptsatzung. Und da steht unter anderem neben dem Thema, das Stärkeverhältnis der Fraktionen soll abgebildet sein in den Ausschüssen, auch die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat. Und in den vergangenen 4,5 Jahren, ich glaube, das ist so ziemlich das einzige Thema, bei dem sich dieser Stadtrat wirklich einig gewesen ist, waren wir uns einig darüber, dass eine geradzahlige Ausschussmitgliederanzahl die Mehrheitsverhältnisse im Rat am besten widerspiegelt. Daran hat sich jetzt tatsächlich mit der Auflösung der Kukidenten-Fraktion auch nichts geändert. Und der Verwaltungsvorlage fehlt vollkommen jedes Argument dafür, warum jetzt eine ungerade Ausschuss
Mitgliederanzahl besser die Mehrheitsverhältnisse im Rat abbilden würde, als das bisher der Fall gewesen ist. Ich habe das auch im Ältestenrat nachgefragt, gab es jetzt auch keine Begründung dazu. Insofern hatte sich meine Fraktion vorhin dem Antrag auf die Beratung nochmal im Ausschuss auch angeschlossen, weil eben tatsächlich diese Frage der Mehrheitsverhältnisse, glaube ich, wirklich sinnvoll miteinander diskutiert werden müsste. Jetzt kann man sagen, ja gut, es ist nicht mehr viel Zeit bis zur Neukonstituierung des neuen Stadtrates, aber ich glaube auch nicht, dass der Oberbürgermeister sagen möchte, dass die vielen Vorlagen, die wir immer ja auch noch neue bekommen und immer noch in der Beratung haben, irgendwie weniger wichtig wären als die Vorlagen, die wir in den vergangenen 4,5 Jahren miteinander diskutiert haben. Und da muss man sich ja jetzt auch mal ehrlich machen, was wird denn passieren, wenn wir jetzt eben die Mehrheitsverhältnisse in den Ausschüssen verändern? Es wird noch weniger Bereitschaft dazu geben, dass man sich in der Ausschussberatung, in der Sacharbeit auf eine mehrheitsfähige Variante hier im Rat einigt, und es wird dazu führen, dass Dinge mit einer neuen Mehrheit im Ausschuss einfach durchgezogen werden, und wir führen die Sachdiskussionen dann eben doch wieder hier im Stadtrat. Wir werden noch weniger schaffen in den letzten beiden Stadtratssitzungen, die wir vor uns haben. Und deswegen beantragen wir hier die tatsächlich von der Intervention her kleinere Variante. Man kann auch 12 Ausschussmitglieder nehmen. Wir haben jetzt hier gesagt, gehen wir von dem Verwaltungsvorschlag von den 15 Ausschussmitgliedern auf die 14. Prozessökonomisch, wir denken, dass wir das Ziel somit besser erreichen. Effizienter ist es im Zweifelsfall nur für die Diskussionsökonomie in der betroffenen CDU-Fraktion. Aber auch da muss man sagen, die CDU-Fraktion hat in diesem Stadtrat in den letzten Jahren 3 Mitglieder verloren, hat ihre Ausschusssitze behalten. Das ist in der Regelung auch ihr gutes Recht gewesen. Die linke Fraktion hat 2 Mitglieder in ihrer Fraktion verloren, hat auch einen Ausschusssitz dabei verloren. Insofern ist es jetzt auch keine ganz überraschende Ungerechtigkeit, dass man sich als Fraktion eben im damit auseinandersetzen muss. Deswegen hoffe ich auf eine breite Zustimmung zu unserem Änderungsantrag. Vielen Dank. So, jetzt haben wir Änderungsantrag Freie Wähler, Freie Bürger. Herr Genschmann. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sehen das natürlich komplett anders. Liebe Frau Frohwieser, wir sind 70 gewählte Stadträte. Ich sehe hier keine Krüppchenbildung. Ich habe in den letzten 5 Jahren erlebt, dass wir einen Haushalt beschlossen haben. Da war die CDU im linken Spektrum mit dabei. Wir als Freie Wähler, Freie Bürger haben Anträgen der Grünen, der Linken zugestimmt. Wir stimmen Anträgen der AfD zu. Ich habe in der letzten Zeit gemerkt, dass der Oberbürgermeister, der eine 71. Stimme hat, dass er sehr oft jetzt dem rot-rot-grünen Lager zugestimmt hat. Wir in den Ausschüssen machen wir Ausschussarbeit. Und da sind wir gewählte Stadträte, und dort zählen nur die Fraktionen. Nie, was Sie sich einbilden von irgendwelchen Fraktionen oder Koalitionen. Und aus dem Grund haben wir unseren Antrag formuliert, und der ist genau bezugnehmend auf die Hauptsatzung, die wir haben. Und dort ist für unsere Stärke, und das haben Sie teilweise angesprochen, dort wird auch das Mehrheitsverhältnis von den Größen der Stadträte oder der Stadtratsfraktionen wiedergespiegelt, 11 Ausschüsse. Und was uns vor allen Dingen, ich sag mal, dort trägt bei unserem Antrag, ist, dass wir hier auch Verantwortung für die Steuergelder der Stadt Dresden haben. Wir 4 Leute mehr kosten Zeit, kosten Geld und vor allen Dingen viel, viel Lebenszeit. Weil wer dort in dem Ausschuss ist, merkt, dass bei den großen Fraktionen öfters jeder reden muss. Und wenn die Stärke der Ausschüsse kleiner wird, kommt man vielleicht auch mal zu einem Ende der Ausschussarbeit. Und am Ende kann ich, wenn ich einen Antrag eingebracht habe als Fraktionsmitglied der Fraktion Freie Wähler, Freie Bürger, und der wird mit 5-6 abgelehnt, dann kämpfe ich im Stadtrat trotzdem dazu, dass er hier im Stadtrat mit meinen Argumenten dann nochmal eine Mehrheit findet. Also diese Diskussion von der Ausschussarbeit, und wir müssen dort Paritäten halten, es zählen im Moment nur die Fraktionen. Und aus dem Grund haben wir unseren Antrag formuliert, 11 Mitglieder. Lassen Sie uns dem Bürger zeigen, dass wir auch auf deren Steuergelder achten. Und aus dem Grund wäre das ein gutes Zeichen vor der Kommunalwahl. So, damit sind erstmal beide Änderungsanträge eingebracht. Wortmeldung ist mir signalisiert worden, Frau Arnert. Bitte schön. Ich habe sonst keine. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, die dessen
Dissidentenfraktion ist zerbrochen. Wir haben die Ausschussgrößen anzupassen. Soweit erstmal so unspektakulär. Würden wir uns am Anfang der Wahlperiode befinden, würden wir in der Mitte der Wahlperiode sein, dann könnte ich dieses politische Taktieren ja noch nachvollziehen. Aber wir sind am Ende unserer Zeit. Das heißt, wir haben noch genau am Ende unserer Wahlperiode. Für manche wird es dann hoffentlich schneller. Also, wir haben noch genau 2 Ausschusssitzungen bis zur Kommunalwahl. 2. Insofern ist der Verwaltungsvorschlag, den der Oberbürgermeister eingebracht hat, nämlich den Weg zu wählen, der für die noch zu absolvierenden Ausschusssitzungen einfach der geringste Aufwand wäre, der ganz pragmatisch ist und der gut nachvollziehbar ist. Und wir haben es gerade gehört, was die SPD vorschlägt, der ist genau das eben nicht. Ja, der Vorschlag der Verwaltung entspricht nicht vollständig dem Wortlaut der Hauptsatzung. Aber Frau Frohweser, er ist pragmatisch in der Sache. Ihrer ist es nicht und Ihr Vorschlag entspricht eben auch nicht den Vorgaben der Hauptsatzung. Denn die Hauptsatzung schreibt vor, dass von den beiden niedrigsten möglichsten Sitzzahlen diejenige zu wählen ist, die, und das macht auch Sinn, die das Stärkeverhältnis der Fraktionen und die Mehrheitsverhältnisse im Stadtrat besser widerspiegelt. Das heißt, wenn wir rangehen, dann heißt das, wir sollten wählen zwischen 10 und 12 Sitzen. Wir könnten also wählen, ob wir die Ausschussgrößen auf 10 oder auf 12 festlegen und die SPD schlägt 14 vor. Kann man machen, macht aber eben nicht so viel Sinn. Also entweder man wählt den pragmatischen Weg und den werden wir unterstützen und da bitten wir auch um breite Unterstützung hier im Stadtrat. Oder man macht eben für die letzten 2 Sitzungen im Ausschuss nochmal hier ein großes Fass auf. Man könnte schlichtweg bei der Variante bleiben oder wir schauen 10 oder 12 Sitze. Liebe Kollegen, lassen Sie uns doch jetzt diese Wahlperiode in diesem Punkt noch vernünftig zu Ende bringen und uns um die Dinge kümmern, die für unsere Stadt wirklich wichtig sind. Ausschussgrößen sind es nicht. Herr Genschmar hat gerade sehr deutlich gemacht, was wir im Ausschuss eigentlich tun und wofür wir dann hier im Stadtrat eben auch Mehrheiten finden oder nicht. Die Verwaltungsvorlage ist der pragmatischste Weg. Er ist keine ideologische Debatte heute hier an dieser Stelle notwendig. Vielen Dank. So, weitere Wortmeldung. Erst Frau Scharnetzky, dann Herr Aschenbach. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, wir beschäftigen uns mal wieder mit uns selbst und können es diesmal hoffentlich wenigstens kurz halten. Gleichwohl muss man ehrlich sagen, also der Redebeitrag von Frau Arnert hat gerade deutlich gezeigt, dass die Vertagung gut gewesen wäre, dass die erneute Diskussion sinnvoll gewesen wäre, weil Sie haben selber gesagt, es entspricht nicht der Hauptsatzung. Und wenn etwas nicht der Hauptsatzung entspricht, dann muss man sich doch nochmal überlegen, ob man das in Kauf nehmen kann. Und das muss man, glaube ich, auch gut abwägen in einer Ausschussberatung, in einer regulären oder man findet eine andere Lösung, wie Sie die jetzt auch schon angedeutet haben. Gleichwohl zu sagen, dass quasi eine gerade Anzahl von Ausschussmitgliedern per se dazu führt, dass irgendwas in diesen Plenarsitzungen hier besser wird, halte ich ehrlich gesagt auch für Wunschdenken der SPD, weil ich glaube nicht, dass sich irgendein Baupolitiker oder Verkehrspolitiker oder Verkehrspolitikerin hier davon abhalten lässt, die fachlichen Debatten im Rat zu wiederholen, bloß weil man sie schon im Bauausschuss geführt hat. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen. Vor dem Hintergrund ist tatsächlich
Die reale, schwierige Frage, und der müssen wir uns heute jetzt einmal noch mal kurz mit uns selbst beschäftigend widmen, was bildet denn eigentlich hier die Mehrheitsverhältnisse ab? Und das ist ja tatsächlich etwas unklar. Hier gibt es Fraktionen, da haben sich Menschen auch aus verschiedenen Wählervereinigungen und Parteien zusammengefunden. Es gibt Fraktionen, die sich aus Parteien konstituieren. Es gibt Einzelstadträte. Das muss tatsächlich, glaube ich, noch mal geprüft und auch diskutiert werden. Und dafür brauchen wir jetzt auch noch mal einen Moment, auch um die verschiedenen Änderungsanträge noch mal durchzugehen und bitten um eine kurze Auszeit. Vielen Dank. Als nächste Wortmeldung Herr Aschenbach. Ja, ich habe ja gar keine Aktien mehr da drin. Außer ihr kommt heute nicht zu einem Beschluss, dann bin ich noch einen Monat in den Ausschüssen. Das wisst ihr ja. Aber ich hab auch noch einen Änderungsantrag. Ich beantrage 7. Das ist das Einfachste. 7 Fraktionen, 7 Sitze. Weil zu behaupten, dass das Frau Schanensky sagte, ist, was im Ausschuss debattiert und besprochen wird, das wird auch im Stadtrat besprochen und lang debattiert. Und im Ausschuss wird auch nichts beschlossen. Und wenn der Ausschuss mal beschließend ist, dann kann ein Quorum immer sagen, nee, wir sind nicht zufrieden, wir machen das im Stadtrat nochmal. Also mein Antrag 7, da kann jeder mit einer Hand mitzählen. Und viel Spaß noch beim 1, 2, 3, 4, 5. Also um das jetzt gleich mal zu signalisieren, ich habe ihn gehört in den Vorschlag von Ihnen. Ich werde ihn dennoch nicht zur Abstimmung bringen, weil er nicht zulässig ist, weil es dann eben, doch ist er. Sonst würde man es Ihnen ja nicht vorschlagen, sondern hier würde dann ein entsprechendes Losverfahren wieder zum Tragen kommen zwischen den großen Fraktionen und dann den kleinsten. Und insofern ist diese Anzahl nicht zulässig. Insoweit bleibt es bei der bisher eingereichten Vorschlägen von 14 oder von 11, die als Änderungsanträge von mir dann zur Abstimmung gebracht werden können. So, weitere Wortmeldungen sehe ich im Moment nicht. Dann würde ich dem Wunsch nach einer kurzen Auszeit stattgeben und dann kommen wir hinein in die entsprechenden Beschlussfassungen.
So, meine Damen und Herren, können wir direkt in die Abstimmung eintreten oder gibt es hier noch jetzt aus der Ausleitung Antragsbedürfnisse? Frau Czarnecki. Also ich beantrage das jetzt. Wieso? Bei der 12er. Was? Das ist doch gerade. Nee, ich habe vorhin deutlich. Nein. Ich habe vorhin. Ich würde dir vorschlagen, dass wir so langsam fortsetzen, weil wir können natürlich endlos, wir haben heute noch keinen einzigen Beschluss gefasst, außer euer, Herrn Ofschanka haben wir schon in unseren Kreis willkommen geheißen. Aber ansonsten können wir natürlich endlos über Ausschussgrößen diskutieren. Wenn am Ende der Tage dabei nicht in die Beschlussfassung rauskommt, wie die letzten zwei Ratssitzungen, die wir nur noch haben in dieser Wahlperiode, ist, bleibt mal bei dem wunderschönen Begriff der Prozessökonomie, da nie viel dahinter. So, jetzt noch mal die Frage, gibt es jetzt noch mal weiteren Antragsbedarf aus dieser Auszeit? Das kann ich... Also, Frau Czarnecki, doch. Also, genau, wir würden tatsächlich weil wir das für die gerechtere und die sinnvollere Lösung halten an der Stelle und dass die Mehrheitsverhältnisse, wie wir sie in diesem Rat verstehen, besser abbildet, für die 12er-Variante plädieren und damit beantragen, dass wir 12er-Ausschüsse machen. Gut. Jetzt kommt Geschäftsordner und Herr Scholbach des Weges. Na, des Weges nicht, aber meine Damen und Herren, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, also ich komme mir hier vor wie im Kasperle-Theater. Also man kann das wirklich nicht fassen. Es geht hier um etwas nicht Unwesentliches, nämlich die Ausschussbesetzung. Und da kann man jetzt sagen, ja, es sind ja nur noch zwei Sitzungen, aber auch in diesen zwei Sitzungen sind wesentliche Entscheidungen noch zu treffen. Und meine Damen und Herren, hier mal eben irgendwelche Zahlen in den Raum hineinzurufen, das ist hochgradig unseriös. Und ich möchte vermeiden, dass wir hier sozusagen irgendwie ad hoc irgendetwas mal beschließen, was zum Schluss gar nicht zu Ende gedacht ist und was nicht überschaut wird. Und deshalb starte ich jetzt noch einmal einen letzten Versuch. Wir haben jetzt hier diverse Zahlen im Saal. Ich starte den letzten Versuch und beantrage Verweisung in den Ausschuss für allgemeine Verwaltung, um ein geordnetes Verfahren zu ermöglichen. Vielen Dank. So, das ist ein geschäftsordnender Antrag. Gibt es dazu den Gegenredebedarf? Das sehe ich nicht. Dann ist er abzustimmen. Wer für die Verweisung der Vorlage in den AV ist, den bitte ich jetzt ums Stimmzeichen. Ja, 25 Nein, 0 Enthaltung. Was das heißt, ob wir dann in dieser Wahlperiode noch mal eine Anpassung machen, Fragezeichen. Wahrscheinlich dann in der letzten Ratssitzung. Aber das sei jetzt dahingestellt, weil die Ladungsfrist, glaube ich, für den AV schon durch ist. Und insofern, aber ihr Wille ist ihr Himmelreich, ob das nun besser abbildet, das sei dahingestellt. Also, wir haben die Vorlage zurücküberwiesen. Damit dürften sich jetzt die ganzen Punkte unter 8 erübrigen. Also, das hat zumindest tatsächlich einen prozessökonomischen Vorteil, dass wir damit die ganzen Punkte unter 8 Umbesetzung heute hier nicht behandeln.
Werten? Wir haben nichts da hier. Und denn das ist mit Listeneinigung vorher zugegangen, das wäre jetzt hier nicht machbar. Ich würde vor der Pause wenigstens noch uns kleine Erfolge verschaffen wollen. Und